Hallo Schaf. Ich habe mich gerade voll erschreckt. Ich habe losgebrüllt. Ich habe Angst, dass das mich gleich beißt. Hey Marcel, hast du eigentlich noch einen blauen Fleck? Nein, mich hat ja nichts getreten. Ich habe das gestern nur so gesagt, weil dann plötzlich auch so ein Schaf war. Zum Beispiel hier unser Schaf Wolli. Huh? Dass es so viele Schafe gibt, also unglaublich. Also das finde ich ja wirklich entzückend. Hallo. Ja, weißt du, wo es auch ganz viele Schafe gibt? In Bolivien. Und jedes Schaf braucht aber immer einen Hirten, sonst sind Schafe verloren. Und was für ein Zufall, dass wir heute ausgerechnet in Bolivien unterwegs sind. Liebe Kinder, schaut mal, wo wir hier sind. Und ich kenne auch jemanden, der ist auch immer viel unterwegs. Marcel, weißt du, wen ich meine? Ah, du meinst bestimmt Pater Karl. Und schau doch mal da vorne, da ist er ja. Schau mal, lieber Schaf, schau mal da vorne, das ist Pater Karl. Hallo Pater Karl, was machst du denn hier? Ja, hallo, was macht's denn ihr da? Wir sind auf einer Reise quer durch die ganze Welt. Wir wollen zur größten Geburtstagsfeier der Welt kommen. Und schau mal, wo wir heute hier gelandet sind, mitten in einer Schafsherde. Ganz richtig, genauso wie der Hirte. Pater Karl, was ist eigentlich die Aufgabe eines Hirten? Also ein Hirte, der muss die Herde leiten, weil die Herde, die ist in Gefahr, dass sie sich verlaufen. Mir ist das auch mal passiert, 2005, wie ich in Köln war, wo über 1 Million Jugendliche waren und ich war verantwortlich für 80 Jugendliche, 1 Million Menschen, ja, und du hast keinen Überblick. Und da habe ich wirklich schauen müssen, dass ich alle meine 80 Jugendlichen zusammenhalte. Da muss man aufpassen. Manchmal muss man auch streng sein. Also wenn wer davonläuft, das geht dann nicht. Es müssen alle zusammenbleiben, weil sonst verliert man sich, sonst ist Gefahr, sonst kann wer verloren gehen, sich verletzen und so weiter. Und genauso muss ein Hirte auf die Schafe aufpassen, damit sich die Schafe nicht verlaufen, damit sie nicht abgeschleppt werden, damit sie nicht gefangen werden, damit sie sich nicht verlieren. Also eigentlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Kennen Sie auch einen Hirten? Ja, den Hirten David aus der Bibel. Ich glaube, der war im Alten Testament und der war ein großartiger Musiker. Und vor allem, liebe Kinder, der hat ganz tolle Lieder gesungen und gespielt. Du meinst den König David, den späteren König David? Ja, genau den. Aber was war das, mit dem? Das ist wirklich interessant. Er hat begonnen als Hirte. Er musste auf die Schafe aufpassen. Und wahrscheinlich hat er da auch so viel Zeit gehabt, dass er Zeit gehabt hat, gut Musik zu lernen. Da ist dann später auch ein berühmter Musiker geworden. Und wir Christen singen jetzt noch seine Lieder, die Psalmen. Und auf jeden Fall, David ist dann an den Hof des Königs Saul gekommen. Die später dann auch König geworden. Und zwar ein ganz berühmter und wichtiger König. Er hat als Hirte gelernt, schon das Volk zu leiten, also so wie man auf die Schafe aufpasst. Der ist dann ganz bedeutend geworden. Gott hat Großes mit ihm vorgehabt, einen wunderbaren Plan. Ein Plan? Also David stammte aus Bethlehem, er ist dann später König geworden. Und aus seiner Familie, aus seinem Stamm, aus dem Stamm Davids, der in Bethlehem geboren war, aus dem Stamm Davids sollte dann später ein ganz großer hervorgehen, der Heiland. Wer musste nach Bethlehem gehen, um sich dort eintragen zu lassen in Steuerlisten? Ah, so wie Josef, ein Nachkomme Davids. Das ist ein ziemlich cooler Plan, den Gott mit den Menschen schreibt. Findet ihr nicht auch, liebe Kinder? So schön wie dieses Lied von ihm, dieses Der Herr ist mein Hirte. Ja, das ist wirklich schön. Vor allem, es spendet so viel Trost und Hoffnung. Findet ihr das auch, liebe Kinder? Dann geht mal auf www.youngvision.at, denn dort findet ihr eine coole Aufgabe zu diesem Lied. Okay, ich muss jetzt dann mal wieder weiter und ein paar Schafe retten. Alles Gute. Ciao, Pater Karl. Ciao. Und was machen wir jetzt? Komm mal mit, ich zeig dir was. Schau mal. Weißt du, was das ist? Nein, was ist das? Liebe Kinder, wisst ihr, was das ist? Ich sag nur so viel. Marcel, den wirst du morgen brauchen. Maria? 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 Maria?